ich, okay. Ich? Ja. Ich habe jetzt erst gesehen, wie du rausgeflogen bist. Oh krass, also bei mir müssen das eigentlich so ungefähr 30. Also ich hab selbst. Oh, das sehe ich jetzt erst, was ich viel interessanter finde. Ihr seid ja nur noch zu zweit. Das Nahkampfschaf ist ja auch schon in der Lobby. Ich bin ganz ehrlich, wir haben gerade so viel gequatscht, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Echt nicht, ohne Mist. Wir haben die ganze Zeit gelabert und ich dachte mir so, ja klar, klar bin ich in der Lobby. Aber warum ich in der Lobby bin, weiß ich nicht. Sehr gut. Und wer im Glashaus sitzt, sollte zum Kacken in den Keller gehen. Okay, der ist gut. Okay, 298 Kronen, noch zwei, dann sind es 300. Was? Aha. Aber meine Musik hat aufgehört. Meine Musik hat aufgehört. Oh nein. Jetzt höre ich einfach nichts im Hintergrund. Unfassbar. Probleme, die Welt bewegen. Mich bewegt es schon. Ja, ja, schon klar. Ich verstehe das schon. Früher hatte ich große Probleme mit kleinen Pickeln. Doch dank Chlorasil habe ich jetzt kleine Probleme mit großen Pickeln. Drei Fruite, oder? Richtig? Meinst du das nicht die Werbeparodien? Ja. Aber wie was hast du jetzt für einen Namen gesagt? Ralf Rute, das war der mit den Werbeparodien. Achso, ja, das kenne ich trotzdem von Otto, aber. Otto, okay, das kenne ich nicht von Otto tatsächlich. Ich hatte so einen, ich glaube, das war in irgendeiner Otto-Show. Vierte oder sowas, wo einfach so ein paar Werbespots hintereinander drin hatte. So Live-Werbespots einfach. Ah. Da war doch bestimmt auch Arroganzversicherung dabei. Ja, das war auch dabei. Kassiert hier mal ein Missgeschick? Jeder hilft doch kein Gestöhne. Brichst du dir das Genick? Wir werden trotzdem gar nicht löhnen. Denn bist du Arroganzversichert? Versichert. Hast du völlig ausgekichert? Denn meine Arroganz beginnt vom ersten Augenblick. Das Bündnis mit dem Strick. Schön synchron auch von uns. Ja, total. Du hast das Rennen seit Monaten nicht gesehen, hast es direkt zweimal hintereinander. Ja, schön. Willkommen bei Fall Guys. Wupper Wiese gibt bekannt, dass er sehr gerne Hähnchen mit knuspriger Haut mag. Yam yam. Ja, ich auch. Dazu ein frischer Gurkensalat. Ich nicht. Ich? Ich mag beim Hähnchen die Haut nicht so, ne. Ich esse aber auch nicht oft Hähnchen. Wenn wir mal zusammen Hähnchen essen sollten, möchte ich bitte die Haut von ihr haben. Okay. Gehst du dich nicht mit der Haut von meinem Hähnchen zufrieden? Ich wollte gerade sagen, er meint die Haut von dir. Also, ich habe früher sogar extra, wenn meine Mutter Hühnersuppe gekocht hat, da hat sie immer ein ganzes Huhn gekocht. Und dann ist die Haut ja noch da dran. Dann habe ich hinterher nach dem Kochen die Haut abgemacht, habe die auf Alufolie gelegt, habe die gewürzt und unter den Grill geschoben. Sau lecker. Ja, klingt jetzt nicht schlecht. Ich würde es trotzdem nicht essen. Ich glaube, bei dir haben gerade alle Veganer den Chat verlassen. Wieso? Die sollten doch froh sein, dass ich alles vom Tier verwerte eigentlich. Und nicht wegschmeiße. Wir haben noch Veganer im Chat. Nicht mehr. Hat mal wer eine Portion Schlaf für mich? Nein, ist gerade leider aus. Sorry, Lulu. Schlaf gibt's nicht. So, ich bin auf meiner Insel. Ich bin mal kurz AFK. Tschüss. Kai, kennst du die Map nach dem Schaf? Ja, ne? Hä? Kennst du die Map? Nee. Komm einfach hier oben hin, wo ich bin. Und dann einfach warten. Ich bin ganz oben hier. Okay.
Dann einfach warten. Das Wasser steigt immer höher. Einfach nur das Tür. Ach, das Wasser steigt. Oh, gut zu wissen. Diese Map ist für mich auch nicht zu Ende gegangen. Ja, siehst du, das hätte ich wahrscheinlich viel zu spät gemerkt, dass das Wasser steigt. Hättest du mich unten schreien hören, oh mein Gott, das Wasser steigt ja. Oh mein Gott, das Wasser steigt ja. Ungefähr so. Aber ich habe nachher Schule. Ja, vielleicht gibt es ja da eine Portion Schlaf. Das sieht sehr gut aus für uns. Solange noch Blopo uns nicht ausfasst. Nee, hast du nicht. Nö, bist drin. Okay, cool. Wir sind Erster, alles gut. Ja, ich hab mich nicht bewegt. Ja, ich springe so ein bisschen rum. Ich könnte doch einfach zu mir rüberkommen, da passiert halt nichts. Wo bist denn du? Nein. Hier auf der Insel, die wo sie ja, hier passiert, die Lippe zu spät. Da passiert ja schon was. Hier passiert, ja, hier passiert auch was. Aber hier kommt halt was. Also, ich überlebe hier jedes Mal. Das Wasser steigt übrigens nicht mehr komplett, also jetzt haben wir auch einen Timer. Ah, ich bin raus. Ja, ich nicht. Ja, aber trotzdem geschafft. 20 Sekunden noch. Auch dann haben sie überlebt. Ey, raus. Okay, ich habe überlebt. was ein Zufall. Diese Geste, wo er auf die Uhr guckt, erinnert mich immer an Raab. Wir haben doch keine Zeit. No, God, please, no! Hallöchen, Diabula. Salat davon machen kann. Habt ihr gehört, Leute? Ich hab's versucht, zur Hälfte mitzulesen, aber es hat nicht geklappt. Deshalb sind die Gurken eingeschweißt, damit Wuppi nach der Benutzung noch einen frischen Salat machen kann. Alter, Flopo. Jetzt hab ich's ja auch gelesen, als du es vorgelesen hast. Weiter, weißt du. Sag mal, gut, die kennst du Austin Powers? Alter. Ja, ich habe sogar mal irgendwann den Goldständer gesehen, aber ja. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe mir nämlich gerade eben fast den Goldständer zitiert. Ich habe mir nämlich Austin Powers Emotes gemacht, Video-Emotes. Okay. Besonders die Tanzszenen. Ich kenne diese Szene, wo er da mit so einem Golfkater irgendwo in dieser ganz engen Wand hängt da. Oh ja, ja, das ist wo er raus muss, ja. Die Probleme gibt's in GTA übrigens auch oft. Wo er mit der Dampfwalze auf den Security Guard zufährt. Mit Rasen. Bist du noch da? Nix? Ja, Diabola, der ist aus. Ich liebe Austin Powers. Diabola, achso, der ist bei dir. Der ist bei mir, ja. Bei mir im Chat. Nee. ich hab mein Discord noch nicht. Mute-Button hinzugefügt, deswegen sorry, wenn ich jetzt ab und zu. Hoppala. Alles gut, ich mach's doch nicht anders. Ich verbinde es sogar manchmal tatsächlich. Ich sag manchmal, Mike Myers ist für mich wie Uli Herbig. Mike Myers ist genial. Ja, das passt. Auch wenn ich von denen nicht viel kenne, aber ich würde zum sagen, das könnte passen. Ja. Ich meine allein schon, dass er in einem Film wirklich drei Leute gespielt hat, die drei Hauptdarsteller. Ja. Zum Beispiel. Nee. Und wir waren Erster, genau, Flopo. Ausscheiden und trotzdem Erster werden kann auch nicht hier. Ein Ried. Jenny the Devil. Danke für deinen Raid. Das hast du wunderschön ausgesprochen. Passt ja perfekt, dass Diabolo gerade auch kommt. Ja, ich dachte auch gerade, der kommt mit dem Raid so. Ich hab mich ja gar nicht beschwert, Diabolo. Ich war nicht verwundert, weil der spricht doch immer mit Diabolo, obwohl der gar nicht bei mir ist. Ja, der war bei mir. Goodie Complex. Danke für den Raid, Jenny.
Sehr nett. Yay, Pinguin. Yay, all die Maps, die ich nicht mag. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Hexagon und dann haben wir alle Maps, die ich nicht leiden kann. Kommt bestimmt gleich. Ja. Ihr habt Uno gespielt, cool. Uno hat uns nicht eingeladen gewonnen. Und verschämt. Wer hat gewonnen? Bleiben Sie stehen. Go, Gutti, go. Alter. Geht nicht. Alter. Alter, lass mich los. So, ach, das bist du. Hoppala, sorry, Gotti. Das wünsche ich dir auch, Chin. Da. Wieso habe ich den Pingu jetzt verloren? Das hat keinen Sinn gemacht. Alter, lass mich doch los. Ich hab den Pingu. Okay, ich habe keinen Pingu mehr. Mann. Ich hab den Pingu wieder. Tschüss. Der gelbe SpongeBob hat noch einen Pingu. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt den Pingu jetzt dreimal in der Luft gegriffen. Hoppa. Hinten, Leute. Es wird knapp, Kinder. Ich bin hier gerade auch alleine, einen Pinguin am Jagen. Irgendwie. Der Rote hat ihn immer und die Roten waren es gerade, die wir eigentlich. Ja, ich habe auch einen Roten. Alter, gerade. Was will der von mir? Mann! Der Zoom. Die arbeiten aber auch zu gut zusammen. Gelb und Rot hat sich verbündet, da wird so. Nee, ja. Fast ey, der geht mir fast. So auf den Sack gerade. Ja, das war's. Ja, das können wir vergessen. Ja. Jetzt ist Rot sogar noch Erster. Unterschiedlich waren mehrere und ja, dann. Das ist ja immer gut. Wenn an Bord nur einer gewinnt, bei Uno. Wird's irgendwann langweilig. Ich dachte, Uno Spaß geht drei mehr. Stunden. Nee, das war Monopoly. Stimmt, da war was. Ich habe schon lange Uno-Runden gesehen. Also. Kumpel und ich haben schon mal Monopoly gespielt, also jetzt so in echt auf dem Tisch und so. So. Da sind wir an einem Abend angefangen. Ich glaube 4-5 Stunden und waren noch nicht fertig und haben am nächsten Abend weitergemacht. Wir sind alle Gewinner der Herzen. Ja, aber wir sind raus. Ist das eine Anspielung auf mein Schalke-Fan-Dasein? Es wäre als nächstes Hexerring gekommen. Oh Gott. Alles klar, Jenny. Danke für den Raid nochmal. Als hätte man es geahnt. Follow kommt. Das Follow? Mhm. Aber so einem Devil kann ich eigentlich auch mal einen Freund da lassen. Teufel, Mann. Was, ein Teufel? Teufel ist nicht so schlecht. Also, ich mag Teufel. Teufelchen und Teufelchen habe ich auf meiner Schulter. Wir sind raus übrigens, ne? Naja. Alle zu. Ich hatte gerade eine Sekunde, da dachte ich echt, ich spiele noch. Aber dann war mir klar, ich sehe eigentlich anders aus. Du bist irgendwie nicht pink mit einer Matrozenmütze. Matrozenmütze? Ja, Matrozenmütze. Eine Matrozenmütze. Wie Paul Panzer sagen würde, eine Matrozenmütze. Alter, Paul Panzer habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Finde ich aber super. Macht er überhaupt noch was? Glaub schon, ja. Naja, letzten 2 Jahre war ja eher schwierig, ne? Was Auftritte und so anging. Ja, gut. Podcast. Aber ich glaube schon, ja. Ich meine, die Anstalt hat es irgendwie geschafft ohne Publikum. Beste war, wo sein Freund Bolle eine neue Freundin hat. Sein Sohn Bolle. Svetlana, so eine ganz dünne, so ein Hungerhaken. Hat er sie mitgebracht nach Hause. Sagte mein Sohn Bolle, das ist Svetlana. Und ich sag, wo? Die stand so ungünstig vor einer Fuge in der Wand. Dann ist er erstmal direkt Rauch eine rauchen. Dann rief auf einmal mein Nachbarn, Paul, da brennt eine Dachlatte. Der zockt mit Kajajana, ja richtig.
Ja, aber ich kann sagen, Kayana, der war ja richtig krass am Zocken. Und dann haben sie irgendwie alle angefangen. Alle Comedians am Zocken plötzlich. Ergan und Stefan. Ja, aber Kaya ist halt. Der ist wirklich auf dem Boden geblieben. Ich habe bei dem öfter reingeschaut und der ist wirklich. Der ist absolut korrekt. Ich finde tatsächlich aber Ergan und Stefan auch. Echt? Habe ich die nicht. Ich weiß nur, dass Kaya gerne kleine Leute raidet mit seinen 5000, 6000 Zuschauern. Der fragt dann in den Chat, ob irgendjemand Leute kennt, die sympathisch sind und maximal 10 Zuschauer haben, und da raidet er damit seinen 3.000, 4.000 rein. Ich hab 13, Mist. Schade. Ja, dann sind doch die 11 Zuschauer haben, total gefickt, oder? Sorry. Ja, irgendwo musst du ja die Grenze setzen. Ansonsten sagen die Leute, der hat nur 20, stimmt. Der hat nur 25. Ja, stimmt schon. Gerade wenn du ein paar mehr Zuschauer hast. Und ja. Sagst. Ja, melde ich mal kurz deinen Stream aus. Geh da mal zu Kaya in den Stream, der sucht gerade einen Raid. Ja, der Guti, der hat gerade 13 Zuschauer, aber warte noch eine Minute. Schnell raus. Oh, sind nur noch 11 jetzt? Durchatmen. Ah! Also so als Typ finde ich den Kaya cool, aber so sein Humor war jetzt eher bei mir so hinten. Echt? Von allen. Also meiner ist er schon. Und nein, Diablo, ich hoffe nicht, dass noch Raid hier, weil ich mach nicht mehr so lange. Obwohl ich das eigentlich schon gesagt habe, als ich angefangen habe, und das ist jetzt 7 Stunden 20 Minuten her. Kennt man. Ich würde auch gerade sagen, je nachdem, wie weit wir jetzt kommen, könnte das auch meine letzte Runde werden. Hm. Wo ist es denn? Oh, wir haben schon zwei. Oh, das ist nett von dir, Diabola. Dankeschön. Aber noch viel mieser ist, dass ich jetzt Hunger kriege, ne? Ja, verstehe ich. Frag mal Wuppi, der hat noch ein paar Erdnüsse, oder? Und am Tisch, ja. Der hat garantiert noch was anderes Leckeres da bin ich mir sicher. Die Dose war ja zu, zum Glück. Der Wuppi und ich haben nämlich eine Gemeinsamkeit, wir essen sehr gerne. Ich an sich auch. Und viel. Ich hätte nur gerne was da. Gerne lecker. Und viel. Und lecker. Und lecker, okay. Und sahnig und käsig und fleischig. Ach, übrigens, wenn du ganz risikofreudig bist mit Mixed Up, kannst du per Kanalpunkte auch deinen Stream beenden lassen. Okay. Das heißt, wenn du es wirklich ernst weißt, einige Leute haben halt drin 100.000 Kanalpunkte Stream beenden. Ja, die Kiwis haben das doch auch drin. Ja, könnten die dann theoretisch darüber machen, dass der Stream dann wirklich, dass ein Timer geht und in 20 Sekunden geht der Stream aus. Ich wollte gerade sagen, so, yo Leute, willkommen zum Stream und wieder aus. Ja, so ungefähr. Wow, das, ohne Scheiß, das müsste man mal bringen. Wenn man genug Kanalpunkte hat. Das wäre doch der Burner. Ich habe jemanden, der hat gesagt, für, ich glaube, 1 Million oder 1 Milliarde Kanalpunkte, eins von beiden, kann man seinen Kanal übernehmen. Ach, ey. Für immer oder nur für eine bestimmte Zeit? Ja, für immer. Uff. Ich spare. Da macht er das nur Spaß. Ja, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand 1 Milliarde Kanalpunkte bei ihm noch erreichen wird. In ja, nächster Zeit. Kennt ihr Sturmwaffe von YouTube? Nee. Ja, der hat ja mit Zocken damals angefangen, macht jetzt mittlerweile noch rund ums Essen und Kochen. Und wenn der 2 Millionen Abonnenten hat, irgendwann kriegt er den Gaming-Channel von Julian Bam. Mhm, mhm. Und der hat kein Zeitlimit. Okay. Das ist krass. Das ist nicht schlecht. Ich hab dir auch gerade nur so zur Hälfte zugehört, weil ich gerade 5 Kilometer in die Luft geflogen bin, weil ich ein Disconnect hab. So lecker. So lecker. Warum postest du denn zweimal? Was habe ich da gesagt?
poste zweimal, weil ich den ersten nicht sehen konnte wegen dem Disconnect. Also den Clip muss ich mir zweimal angucken. Ich weiß nicht, von was da jetzt ein Clip gemacht wurde. Ach so, ist ein alter Clip. Ja, wisst ihr noch, ich gesagt habe, das wird meine letzte Runde. Das ist eine schöne letzte Runde so in der Lobby. Warum sind wir nur zu dritt? Hä? Wir sind doch vier. Ja, echt krass sind wir nur vier. Nur einer ist raus, irgendwie. Ja, okay. Echt, einer ist raus. Ich verstehe auch nicht, wie das passiert ist. Ganz komisch sowas. Hä? Das war echt komisch. Ich meine, es sind doch vier da. Und wie kann man denn in der Map ausschalten? Ja, es sind definitiv vier da, Guti. Ja, aber in der Map konnte man noch gar nicht rausfliegen. Ja, es gab auch definitiv niemanden, der irgendwie einen Disconnect hatte oder sowas. Ach so. Da hast du von Schweinesachen erzählt, die zum Essen. Ja. Ich weiß, hab mir angeguckt. Ich dachte, wäre ein neuer Clip. Upi. Globus Lieblingslevel. Wenn keine festhalten. Ist auch mein Lieblingslevel. Wäre schön, wenn ich das mitspielen dürfte. Ich glaube, hier fliegen wir sowieso raus. Meinst du? Ja. Warum das denn? Weil es Hoverboard ist. Ja, aber hier reicht es ganz oft, wenn nur einer ins Ziel kommt vom Team. Eben weil so viele rausfliegen. Puppies mal den Router neu starten. Okay, könnte ich auch gebrauchen. Schade, ich hatte schon echt Hoffnungen, aber aus irgendeinem Grund, es zieht sich durch. Jedes Mal, wenn ich Vollgas in einem Trupp spiele, muss ich mindestens einmal disconnecten. Echt? Eigentlich sogar maximal. Ich glaube, ich bin noch nie zweimal disconnected, aber einmal immer. Ich weiß nie wann. Oh! Aber einmal pro Session disconnected. Okay. Also auch wirklich komplett einfach Internet komplett weg einmal. Das heißt, der Stream ist auch kurz gestoppt. Der Chat ist. Das ist echt strange. Ich musste gerade den Stream neu starten, nämlich. Ey! Nicht schubsen! Deswegen wurdest du auch kurz in Discord abgehackt, als du über Sturmi geredet hast. Okay. Wieso das passiert? Keine Ahnung. Ja, manchmal gibt es Sachen, die sind unerklärlich, ne? Ich glaube, es liegt an Vollgas. Das kann sein. Dass das komplette Internet dann abschmiert, ist echt, das ist seltsam. Oh, einer ist ja schon raus. Also stimmt. Flopo, weil er gerade schreibt. Oh, Leute. Ja, wenn keine Punkt festhalten, richtig. Ich würde jetzt vielleicht behaupten, Flopo wurde festgehalten. Ich bin aber nicht sicher. No, Guti, das war aber. Na gut, das ist ja gar nicht Guti. Nee. Ja, das hier braucht nur irgendjemand einen Hut aufhaben und ich denke, du bist das. Und raus. Ich hab's gehört. Alter. Jetzt bist du bei mir raus. So ein Stream Delay habe ich, okay. Ich? Ja. Ich hab jetzt erst gesehen, wie du rausgeflogen bist. Oh krass, also bei mir müssen das eigentlich so ungefähr 30. Also ich habe selbst getestet, bei mir sind es circa 3 Sekunden, weil ich streame oder meinen Stream anschaue. Aber das kommt auch immer drauf an, wo man ist. Zack, weiter. Das wird erst zu Twitch geschickt und Twitch verteilt das dann auf seinen eigenen Server und dann geht's weiter. Aha. Deswegen hast du das auch teilweise, wenn du was bei jemand in den Chat schreibst, zeitgleich mit jemand anderen, dann kann es trotzdem sein, dass deine Nachricht ein paar Millisekunden später ankommt. Ja, also das habe ich sogar schon öfter gehabt. Ja. Korrekt. Kennst du Gartic Show?
Ja, genau. Da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Ja. Da beschweren sich immer die Leute, meinst du eher da, aber die verstehen nicht, dass die eigenen Nachrichten immer schneller in ihrem Chat sind als in den anderen Chats. Ja, aber nicht nur schneller. Ich freue mich trotzdem drüber. Wenn du selber schreibst, dann haben die keine Verzögerung, dann wird das halt einfach direkt dargestellt. Aber das heißt nicht, dass Twitch das schon selber verarbeitet hat. Ja, richtig. Das ist wie eine Nachricht in WhatsApp zum Beispiel. Du schreibst ja, aber deswegen ist ja noch nicht beim anderen angekommen. Genau. Ja, erst wenn der eine Haken kommt, dann ist er da. Ja, wenn der eine Haken kommt, dann ist es bei WhatsApp gelandet. Und wenn zwei Haken kommen, dann ist es beim anderen auch noch gelandet. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Wenn die blauen Haken kommen. Ein Haken heißt, wurde versendet, zwei Haken heißt, es ist angekommen. Ja. Genau. Stell euch vor, jede WhatsApp-Nachricht wird mit DHL gesendet. Da hätte DHL aber viel zu tun. Dann würden die vor auch allem, alle zu spät ankommen. Ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo sitzen noch Leute und wundern sich, warum die MMS kaum benutzt wurde. Und das sehe ich jetzt erst, was ich viel interessanter finde. Ihr seid ja nur noch zu zweit. Das Nahkampfschaff ist ja auch schon in der Lobby. Warum das dann? Gute Frage. Hast du dir keine Hoffnung gemacht aus dem Hoverboard, oder? Ich bin ganz ehrlich, wir haben gerade so viel gequatscht, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Echt nicht, ohne Mist, wir haben die ganze Zeit gelabert und ich dachte mir so, ja klar, bin ich in der Lobby. Aber warum ich in der Lobby bin, weiß ich nicht. Sehr gut. Jo, jetzt sind wir raus, schade. Ah ja, seid ihr, schade. Ein paar Pünktchen haben gefehlt. Aber nur als Dritter, also... Von vier. Okay, die anderen haben auch 17. Aber die waren wahrscheinlich mehrere. Naja. Wenn der Letzte dann noch ins Ziel kommt, dann seid ihr wahrscheinlich Letzter. Oh Mann. Ja, du darfst nicht. Erst wenn die Runde vorbei ist. Nee, Blödsinn. So. Ja, Flopa hat auch gerade gemerkt, dass ihr nur zu zweit seid. Ich hab doch die ganze Zeit drauf geguckt und hab dann so gesehen. Moment, da stehen nur noch zwei. Wir haben die rausgemobbt, Flopo. Also ich weiß nur, dass wir über alles Mögliche gelabert haben und ich habe nicht wirklich auf den Bildschirm geachtet. Vielleicht habe ich irgendwas gedrückt. Ich bin mit dem Hoverboard ins Ziel gekommen und dann wart ihr weiter. Wuppi ist wieder da und hat Würstchen mitgebracht. Krieg ich auch eine. Mit Zen. Ich hätte auch gerne eine. Was sind denn das? Wiener, Bad, Krakauer, Met. Was gibt's denn noch? Thüringer. Ja, Flopo, das ist auch seltsam. Manchmal akzeptiert Vollgeist nicht, wenn du ein Kostüm wechselst.